Hallo alle miteinander. Heute hat mein Sohn seinen ersten Kickboxkampf und ja, ich bin natürlich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Als Vater hat man so gemischte Gefühle bei sowas. Aber für einen Mann ist es schon eine wichtige Sache, mal so einen Reality-Check durchzuführen. Ein Gefühl zu bekommen für einen Kampf. Wer so ist und wie sich das anfühlt. Ja, und heute ist es soweit. Er ist eigentlich mehr an seinen Haustieren interessiert als am Training gewesen. Aber ich hoffe, dass das, was er gemacht hat, ausreichen wird. Mal schauen. Ringfrei Runde 1. Sehr schön, Terry. Und auf die Nase boxen, hast du? Box mal, Terry. Ein bisschen mehr die rechte Wasche. Zielen. Schön gucken. Sehr gut, Terry. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Das machen wir nochmal. Sehr gut, Terry. Komm. Komm, Terry, drück. Und du darfst boxen. Komm auf seine Nase, Terry. Schön gerade, Terry, und. Schön, war schön, immer gut. Hey, gute Rechte! Und. Gerade von vorne, du bewegst dich. Du hast das Ecke. Angreifen, angreifen. Haben wir gemerkt. Jawohl. Links, rechts. Sei mal drin. Jawohl. Und. Boxen. Sauber. Boxen. Geh auf ihn zu. Und. Sehr gut. Nochmal. Lass die Deckung hoch. Nochmal. Boxen, rein. Aber lass die Arme oben dabei. Genau deswegen. Die vier. Schritt rein. Jawohl! Boxen! Jawohl! Boxen. Angreifen! Angreifen! Was war das nochmal? Sehr gut! Boxen! Ja, genau so! Weiter! Wo ist seine Nase? Hau da mal drauf! Gut, bleib mal runter da! Auf ihn zu, bleib in Bewegung! Alex, du musst einmal runterkommen bitte! Arme lässt hoch! Geh auf ihn zu! So, da passiert gar nichts! Bleib in der halben Distanz stehen! Ja, komm, nochmal! Komm nach vorne! Hinteres Bein nochmal! Und nochmal! Komm! Hey! Ja, Arme hoch! Hey! Arme hoch! Sauber! Boxen. Stopp. Wenn er zu dir kommt, dann double, 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 immer. Nicht einfache Opfermentalität, du musst angreifen. Seconds out. Ringfrei, Runde 2. So, Terry, dann los. Ja, genau. Boxer, komm. So, du weißt, wohin du willst. Hey, komm. Das ist die 1 dann nehmen. So, los. Terry, jetzt, komm. Los. Nochmal. Ja, genau, Terry. Komm, weiter. Kick. Und nochmal. Ja. Ja, sehr schön. Ja, sauber. Sauber. So, Terry, du darfst boxen. Angriff, Angriff. Genau dieselbe. Geh auf ihn zu, erst das hintere Bein. Und jetzt vorne, komm. Sehr ja. Schön, Terry. Hinterweg. So und. Ey, nochmal! Komm nochmal! Jawohl! Jetzt nach vorne, komm! Ferry boxen! Und greif ihn an! 1, 2! So nach vorne! 3, 1, 2! So und! Jawohl! Und nach vorne, komm! Boxen, mal schnell boxen! Deckung hoch! Ja! Sehr gut! 1, 2! Geh auf ihn zu! 1, 2 schlagen! Sauber!
Und dann haben wir uns alle gemerkt, der ist angenommen. Rechter Lauf! Jawohl! Terry. Letzte, komm. Angriff, gerade! Immer noch Deckung hoch! Und Terry da vorne, komm jetzt! Arm hoch, Terry, gut! Double, double! Schön, Terry, nochmal! Warte! Hast du gut gemacht, machst du nochmal! Der ist Terry, angenockt, komm. Immer noch! So. Und die Arme hoch! 1, 2! Ja. Basti! Stopp! Und zwei! Und Terry nach vorne! Hey. Boxen, boxen! Die vier! Aber Deckung! So, jawohl, jawohl, gut so. Komm, ein, zwei. Sehr gut. Zwei Hände noch. Komm, zwei Liga noch. Es machen sich bereit für den nächsten Kampf Andreas Hasenberg und Aydin Ramachanov. Du machst das gut. Aber du bist nach Pumpen erzählt. Nach Pumpen bist du hin. Das heißt, du darfst jetzt auf die Nase hauen. Ja, musst du auch. Guck mich an, Terry. Komm mich an. Du musst jetzt auf die Nase hauen. Hast du gehört? Ja, auf die Nase. So, deine Kicks sind gut. Mach davon jetzt mit. Jetzt atme tief durch. Tief durch. Jetzt auf seine Nase. Drück mal. Na, er ist jetzt nach Pumpen vorne. Du machst das super. Aber um jetzt wieder selber nach vorne zu kommen, müssen jetzt ein paar harte Treffer auf die Nase. Seconds out. Okay, jetzt los geht's. Du schaffst das. Wir wissen, dass du das schaffst. Letzte Runde, Shake Hands von der Jungs. Ringfrei, Runde 3. So, jetzt. Einfach auf ihn zu. Gut, gut, wohin? Sag, komm. Gehst auf ihn zu, die Deckung ist oben. Hinteres, hinteres. So, und, gut. Hinteres. Oh. So, Konzentration, Terry. Komm, Terry. Yes, warm, so, schön. Jawohl. Guck mal, vorne, komm. Links, rechts, Mann. So, komm, und. Abschluss. Abschluss. Lauber, einfach. Terry, nach vorne. Terry, nach vorne gehen. Double, double. Und die Fäuste hoch. Arm hoch. Gut, Terry. Nach vorne, komm, alles. Jetzt aber. Ist gleich Feuer, jetzt los. Alles. Komm. Ja, komm. Und wo willst du hin? Auf noch in den nächsten. Eins, zwei. Geh auf ihn zu. Ja! Sag, komm, hey, schlag, schlag, schlag. Guck mal, das war die Finger, die war sauber. Abschluss los. Box, Box, Mann, Box. Hinteres Bein, hinteres Bein. Hey! Nochmal, hey! Boxen! Hey. Boxen, Mann! Ja, und boxen. Boxen, Terry. Bitte, tu es! Ja, und boxen! Komm! Komm, Terry, nur boxen jetzt! Ja, jawohl! Boxen. Boxen! Die vier, Schritt rein! Was für ein Ziel! Komm! Boxen! Da! Ja, noch die Anlage! Was sind die letzten 10? Nochmal rechts unten, komm! Boom! Hey, hey, sauber! Deckung oben! Gut, Jallo! Das wird für Schminke ins Gesicht geschmiert. Alles gut, hast du gut durchgehalten. Ja, hat nach Punkt nicht gereicht, aber hast du gut gemacht. Ja, der erste Kampf war am schwierigsten. Du würdest dann also noch treffen dürfen. Hast du Skrupel gehabt? Du bist ein Netter, das weiß ich. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen fieser zusammen. Ne? Auf die Nase. Hast du gut gemacht. Tief drüber. Sehr gut. Ja, du hast dich getraut, das war spitze. Sehr gut. Alles gut. Alles gut. Einmal Camper zu mir, bitte. Das offizielle Ergebnis dieser Begegnung lautet Sieg einstimmig, Rote Ecke. So, das war ein harter Kampf.
Mein Sohn hat leider verloren. Ich habe ihn nicht selbst trainiert und Boxen war sehr schwach bei ihm. Er hat versucht nur mit den Füßen und das geht nicht. Also Boxen muss auf jeden Fall gut sein. Beim nächsten Mal werde ich mit dem Boxen trainieren. Aber der hat sich gut gehalten trotzdem. Seine Nase war zu. Er hat aber trotzdem durchgehalten bis zum Schluss. Es ist ja, ein Gefühl für den Kampf, hat er bekommen, wie das so ist. Dann nächstes Mal wird er ernster trainieren, weil der hat viel zu wenig trainiert. Der war auch nicht richtig, mit diesen Gedanken hat er sich nicht richtig auseinandergesetzt. Der hat nur über seine Haustiere nachgedacht, er will sich einen neuen Hund holen. Ja, und sowas alles. Das hat ihn natürlich von dem Kampf abgelenkt. Ja, und sein Boxen war schlecht. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Er hat ein Feeling bekommen für den Kampf. Ich denke mal, dass beim nächsten Mal er besser sein wird. So, bis zum nächsten Mal.